Und willkommen zur nächsten Folge. Ja, wir sind hier unten immer noch bei dem Orksklaven, der sich als Tarok vorgestellt hatte. Und in der Tat scheint es so, als wenn er uns das Ulumulu machen könnte. Aber er ist ziemlich, ziemlich krank. Er wurde von Minecrawler-Kriegern anscheinend, ja, vergiftet. Und wir müssen seine Medizin finden, die hier irgendwo ist. Ja, genau. Ich habe den Freund von Urshak in einem unteren Stollen der freien Mine gefunden. Er heißt Tarok, ist allerdings vergiftet und benötigt dringend eine spezielle Flasche Ork-Medizin, die er bei seiner Flucht hierher verloren hat. Sie liegt irgendwo hier in den unteren Stollen der Mine. Ich muss sie wiederfinden, sonst stirbt er. So. Gucken auch noch einmal hier, was hier so ist. Okay, Schinken, Trank. Ein Astronomiebuch irgendwie. Und sonst geht es hier etwas tiefer runter. Oh. Genau. Wo Gorn ist, wissen wir nicht, aber diese ganzen Viecher hatten wir schon platt gemacht. Okay. Ich glaube, da hätten wir jetzt lang gekonnt, aber hier geht es auch noch lang. So. Paar Panzerplatten einsammeln. Moment. Das ist ein 30er-Trank. Hä? Und den trinken wir richtig lahm. Okay, komisch. Das ist echt ein komischer Trank außerhalb der Norm. Also, dass es sowas hier gibt, das habe ich jetzt nicht mehr am Schirm gehabt. Und noch so eine. Okay, die gehören jetzt aber nicht zu irgendeiner Quest, glaube ich. Das wäre ein bisschen komisch. Ach genau, hier hätten wir rüber gekonnt. Dann wären wir hier hingekommen. So. Sklavenbrot. Ah ja. Göttergabe liegt hier noch. Und da ist sie, die Ork-Medizin. Die Gabe der Götter. Ja, das hatten wir schon mal. Jo. Dann rennen wir einfach mal wieder zurück auf die andere Seite. Das ist jetzt relativ einfach gewesen, aber für Leute, die das halt nicht wissen, ne, da muss man dann eben natürlich, die müssen natürlich dann entsprechend eine Weile suchen. So ging es mir natürlich ganz am Anfang auch. Oh, komm schon. Genau, aber ich will mal testen, was passiert, wenn man die trinkt. Wir haben ja gespeichert. Wirkung unbekannt. Die Farbe ist aber die gleiche wie permanenter Stärketrank. Ah. Tot. Wie geil. Okay, so hatte ich das ungefähr auch noch in Erinnerung. Hier, ich habe deine Medizin gefunden. Boah, 2000. Fremder nicht böse wie andere Menschen. Fremder gut. Tarok schulden Dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dvachkar und Ortantak. Fremder bringen dann, Tarok machen Ulumulu.
Ja, und das ist eine der ungeliebtesten Stellen im ganzen Spiel, wie ich finde. Gut, wir fragen erstmal. Was ist denn Krotak? Sein Flammenzunge. Sein Zunge von Feuerechse. Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimat leben. Heimat von Tarok. Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Genau, das sind halt die Orte, die wir schon mal hatten, ne? Also ein ganz bisschen im Orkland an sich. Und dann eben unten bei diesem Strand, wo dieses Schiffswrack halt war, ne? Wo wir auch dann einmal Chromanin 5, glaube ich, gefunden hatten. Was bedeutet Katztag? Sein Horn von Schattenläufer. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Und wir hatten ja auch schon Feuerwarane platt gemacht. Und wir hatten ja auch schon alles gelernt mit dem Ausweiden von Tieren und so weiter. Wir hatten aber nie Zungen holen können. Das heißt, jetzt könnte man das anscheinend auf einmal. Und Schattenläufer Hörner, weiß ich gar nicht, ob wir die den abnehmen konnten. Ich glaube ja. Ich weiß gar nicht, ob wir welche haben. Aber wir haben, glaube ich, schon mehr oder weniger alle normalen Schattenläufer hier in der Kolonie platt gemacht. Dwachkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Wo finde ich Sumpfhaie? Viele Sumpfhaie bei Lager von Menschen. Lager in Sumpf natürlich. Genau. Die Sumpfhaie haben wir ja quasi auch alle schon platt gemacht. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir da immer Zähne nehmen konnten. Oder ob das nur die Haut war. Puh, ich glaube, es war eher die Haut. Genau, aber wenn man da nochmal hingehen würde, dann würden da anscheinend doch wieder welche spawnen, soweit ich weiß, sodass man da doch nochmal was kriegen kann. Was ist ein Ort am Tag? Hauer von großes Troll machen großes Löcher in Beute. Wo finde ich einen Troll? Troll leben in Bergen. Troll lieben viel Platz. Fremder gehen suchen in Nordberge, aber passen auf Faust von Troll. Faust treffen, dann Fremder fallen von Berg runter. Genau, also es gab ja den einen Troll, den wir mit Diego platt gemacht haben, den wir geschrumpft hatten, um den Fokusstein zu kriegen. Und der andere Troll, der tauchte ja, das war ein bisschen jüngerer Troll, der tauchte ja in dieser Klosterruine auf, nachdem wir mit Gorn den anderen Fokus halt gekriegt hatten. Und ich glaube, wenn man jetzt nochmal an diesen Ort geht, wo wir mit Diego waren, ich glaube, da würde wieder einer auftauchen. Bei der Klosterruine bin ich mir nicht sicher, ob da noch einer wieder auftauchen würde. Aber insofern ist es natürlich schlau gemacht, dass man doch noch zweimal Monsterschrumpfen holen konnte, also kaufen konnte, bei Xardas im Turm vorher. Oder eben jetzt erst, wenn man da jetzt hingegangen wäre halt, ne? Ich muss weiter. Fremder kommen wieder! So, und wir können ja mal spaßeshalber gucken. Wir haben sogar noch Minecrawler-Eier. 22 Platten haben wir, auch nicht schlecht. 13 Hörner von Schattenläufern. Okay, wir haben halt, die meisten haben wir halt irgendwo in Truhen gekriegt, glaube ich. Na so, weiß ich nicht, im alten Lager da unten bei Fisk und Dexter und so, in diesen Türen, wo man nicht rein konnte, so richtig auf dem Marktplatz und in der Burg auch in diesen Truhen halt, ne? So. Also eine Flammenzunge heißt sie dann, die können wir halt gar nicht haben. Ah, genau, hier, Sumpfhaihaut. Also 9 Sumpfhaie haben wir dann platt gemacht anscheinend. Genau, aber Zähne konnte man von denen nämlich auch noch nicht kriegen. Und Trollhauer konnte man, soweit ich weiß, auch nicht kriegen. Das heißt, man konnte sich mit den Schattenläufer, mit dem Schattenläuferhorn im Prinzip eine Sache schon erleichtern. Aber dreimal müsste man eigentlich noch loslaufen.
Ja, und hier an der Stelle sage ich ausnahmsweise mal, das mache ich nicht, weil ich das halt wirklich bescheuert finde. Also jetzt nochmal so richtig, richtig lange irgendwo rumlaufen. Gut, ich könnte natürlich dann sagen, ich nehme jetzt halt den Weg nicht auf und dann gehen wir da halt hin und hauen halt nochmal den x-ten oder zehnten in dem Sinne, den zehnten Sumpfhai irgendwie um, wenn der hoffentlich spawnt. Hoffen, dass da irgendwie ein Troll nochmal kommt. Und ja, suchen nochmal irgendwo rum und hoffen, dass Feuerwarane spawnen im Orkland. Das ist halt wirklich eine ultrastumpfe Hol- und Bring-Quest sozusagen, ne? Und das ist halt mit die blödste Sache, finde ich, hier im ganzen Spiel, weil man halt auch wieder so ganz lange hier zu der Mine zurücklaufen muss und und dann eigentlich mit Gorn unterwegs ist und dann muss man hier noch runterklettern und den wieder finden hier. Also das finde ich halt mega nervig. Deswegen habe ich mal gesagt, dass wir das jetzt an dieser Stelle ausnahmsweise mal abkürzen, aber nicht einfach, dass ich jetzt hier eine Pause mache, sondern wir holen uns die drei fehlenden Sachen jetzt einfach mal per Konsolenbefehl. Und deswegen nehme ich jetzt einfach mal diese Stelle hier als Beispiel, mehr oder weniger auch für den ersten und zweiten Teil vielleicht, als Beispiel dafür, wie die Konsole funktioniert. So. So mache ich das einfach mal, weil ich habe jetzt hier keine Lust, irgendwie heimlich da irgendwas zu machen und dann zu sagen, ja, ich habe das jetzt einfach ganz ehrlich gemacht und so. Nein. Also, das machen wir einfach hier ganz ehrlich und kurz über Konsole. Genau, und beim ersten und zweiten Teil funktioniert das halt so, dass man, zumindest im ersten Teil, muss man hier in irgendein Menü reingehen, zum Beispiel in das hier. Und dann, genau, Test Mode On steht jetzt links oben. Während man in diesem Menü drin ist, muss man halt einfach Marvin eingeben. Also M-A-R-V-I-N. Einfach so in den luftleeren Raum. Und wenn man dann rausgeht und da steht Test Mode On, dann weiß man halt, aha, das hat funktioniert. Und dann kann man hier mit F2 die Konsole öffnen. Und wenn man I drückt, dann kommt auch gleich Insert, also für Items. Und in dem Sinne für die Feuerbaranzunge bzw. Flammenzunge muss man dann itat_baran und dann wird das automatisch ergänzt. So. Und dann liegt sie hier in der Luft. So. Itat Shadow 02 wäre dann Horn des Schattenläufers, haben wir aber schon. Und dann machen wir das noch mit Sumpfhai 10. Swamp Park 02. Ja, okay. So sieht das dann aus. Na. Genau. Und dann nochmal Trollhauer. Da haben die sich das einfach gemacht. Das heißt einfach nur Troll 02. So. Da sind sie. Und man kann natürlich Testmode wieder off machen. So. Ja. Und dann haben wir alles. Ich habe alle Teile für das Ulumulu zusammen. Fremder sein starker Krieger. Geben Teile. Tarok machen Ulumulu. Hier. Fremder tragen Ulumulu mit Stolz. Tarok jetzt schlafen. Ach, wie geil. Jetzt heißt er auch Tarok und nicht mehr Orksklave. Das ist ja komisch. Gut. Ja. Jetzt haben wir anscheinend ein Ulumulu. Das ist eine Waffe. Allerdings müssen wir dazu... Ach ja, wir können ja runterscrollen. Da ist es. Ulumulu. Das Ulumulu ist ein Zeichen großer Stärke und Würde.
Klingt natürlich nicht so nach dem Namen. Der Träger dieser Standarte hat vor Orks nichts zu befürchten. Ja, da steht gar nicht, ob es eine Ein- oder Zweihandwaffe ist, aber Stärke 30 braucht man, Schaden 35. Also wer nie Stärke geskillt hat, der könnte das jetzt auch gar nicht tragen an sich. Man hatte, glaube ich, am Anfang nur 10 Stärke. Das Geräusch ist natürlich jetzt ein bisschen Quatsch. Ja, aber man kann damit auch kämpfen. Es sieht ziemlich geil aus irgendwie. Und achso. Nochmal zurück. Nee, Moment, wo war das denn jetzt? Und man sieht halt, ja, die Zähne des Sumpfhais sieht man eigentlich. Schattenläuferhorn, ja. Trollhauer, mehr oder weniger. Die Zunge, keine Ahnung, wo die jetzt ist. Vielleicht als Griff oder so. Naja. Genau. So. Also, das war jetzt mal die Ausnahme. Und dann können wir damit jetzt über die Brücke gehen im Prinzip. So, da oben wird anscheinend noch gehackt. Gott, jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Okay, wir sind jetzt hier am Ende der Mine. Und ganz am Anfang, da bin ich dann weggelaufen, ne? Da sind wir nicht richtig runtergegangen. Idiot. Okay, damit sind dann alle Kämpfer hier anscheinend besiegt. Gut, ja, dann würde ich sagen, wir gucken nochmal, was ganz am Anfang mit da unten noch war und dann verlassen wir mal die freie Mine. Dieses Treppengesteige, Leitergesteige. Ich glaube, im zweiten Teil gibt es weniger Leitern. Und im dritten Teil, meine ich, gibt es gar keine mehr. Und ja, gut, im vierten Teil, das weiß ich gar nicht mehr. Das habe ich nur einmal gespielt, wie gesagt. So. Keine Ahnung, wo Gorn ist. Achso, da hinten ist er. Und er fällt gerade wieder runter. Achso, mal gucken, ob wir noch was zu ihm sagen können, was Neues. Hallo, suchst du wieder Streit? Oh nein. Auf in den... Ich glaube, wenn man ihm sagt, dass er hier stehen bleiben soll, dann... Entschuldigung. Dann... ist ja für das gesamte Spiel ja da unten halt gefangen. Wenn man ihm nicht wieder sagt, er soll weiterlaufen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was das hier war. Oh, Scheiße. Dann trinken wir nochmal diesen komischen Trank.
Leute, wir haben ja... Oh Gott. Wir haben ja 10.000 Punkte gekriegt für die Konsolenbefehle. Einmal was eintippen und zack. Schon haben wir 3.333 Periode 3 Punkte gekriegt. Pro eintippen. Für Crawler? Und sonst gibt's hier gar nichts? Naja, man kann hier noch hoch. Okay, also mir sagt das noch irgendwas, aber ich habe keine Ahnung, ob jetzt hier irgendwas Wichtiges war. Oder sitzt jetzt hier der Ork? Oh, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Das ist ja toll. Okay, das haben sie ganz gut gemacht, dass man da über zwei Wege hin kann. So, sagt er noch irgendwas? Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Fremder haben gute Reise. So, einfach mal speichern, weil ich wollte testen. Nicht, dass wir ihn irgendwie umgehauen hätten, ne? Den auf keinen Fall nicht. Der ist ja richtig nett. Genauso wie sein Kumpel Urschak. Ja, aber... zumindest zu ein paar Prozent war ich mir nicht mehr sicher. Deswegen nochmal testen. So. Jetzt müssen wir wieder diese blöden Leitern, glaube ich, hochklettern, ne? Ja. Na gut. Dann sind wir aber auch draußen. Ja, noch eine Leiter. Ich weiß gar nicht, warum die hier immer zwei Leiter nebeneinander haben. Ich meine, ja gut, für die arbeitenden Leute hier macht das ja irgendwie Sinn, ne? Die können dann halt auch, ja, wenn es ganz viele sind, nebeneinander irgendwie raus. Ja, aber sonst... So, dann komm mal mit. Oh Mann, das war ein wirklich beinharter Kampf. Hätte nicht gedacht, dass Gomez Gardisten so viel Widerstand leisten. Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Lee die Verstärkung hier hochschickt. Solange werde ich es mir hier gemütlich machen. Bis später. Sehr gut. Eine interessante Ork-Standarte, die du da hast. Stammt sie von dem befreiten Ork-Sklaven in der Mine? Es ist ein orkisches Symbol für Freundschaft. Ich will damit die Stadt der Orks betreten. Ich hoffe für dich. Die Orks respektieren dieses Etwas. Bis später. Kapitel 5. Die Hüter des Portals. Und auf dem Bild waren die Orks aus der Ork-Stadt zu sehen. Habt ihr natürlich jetzt nicht gesehen. Da ich glaube, dass diese Overlays immer noch ja, nicht angezeigt werden. So. Ich muss aber sagen... Magie zu Ehren. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Ich wollte ihn gar nicht ansprechen. Ich muss aber sagen, dass ich diese Animation von dem Teleport eigentlich ganz hübsch finde. Für so ein altes Spiel. Magie zu Ehren.
Nee, das... Wir schlafen jetzt einfach nur. Zeig mir deine Ware. Ei. Ach du Scheiße. Oh, das kostet alles ordentlich. Ach du Scheiße. Ah, hier sind die Tränke, die ich meinte. Oh, wir haben lange nicht mit ihm geredet, ne? Eieieiei. Okay, Astronomie können wir ihm verkaufen. Gabe der Götter. Ja, komm, die Chromanienbände. Kriegt er jetzt auch. Stimmt, die Panzerplatten. Wegen der Minecrawler, das müssen wir ja noch machen. Krüge. Läuferhörner brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Kale. Das blöde Sumpfkraut. Auch nochmal in Rohform. Wanzenfleisch brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Schattenläuferfelle. Normale Felle. Fellen sind uns auch egal, eigentlich. Alkoholer Bohrflaschen. Ich glaube, das Fett brauchen wir sogar noch irgendwo. So, die Stachel aber, glaube ich, nicht. Zähne, Amphore, Klauen, Krallen. Oh Gott. Ich glaube, wir können schon richtig viel Zeug kaufen. Oh Gott. Okay, wir verkaufen erstmal Waffen. Und dann sieben wir aus. Hä? So. Okay, alter Richter. Das. Stimmt, wir haben ja jetzt auch wieder so viel gekriegt. Krosch Urok. Götterhammer behalten wir nochmal. Pach. Steinbrecher. Ulumulu, auf keinen Fall. Richtschwert. Oh, ich glaube, sowas habe ich noch nie gehabt. Mit über 40.000. So, wir haben ja auch ganz schön viel Mist hier noch drin. Auch von den Skeletten und so. Eine Spitzhacke. Oh. Warte mal, die ganzen coolen Armbrüste. Ganz schön viel leichte Armbrüste auch. Achso, alles unter unserem Bogen können wir natürlich eh verkaufen. Puh, okay. Mein Gott, hier können wir ja wirklich aussieben jetzt. Schlüsseln, Hämmer, grüne Novizen, Kochlöffel, Steck, schwarzer, weißer, Orkhornfell, Laute, Pfeife. Laute, oh Gott. Was wir hier alles für ein Mist haben. Jetzt war's auch schon. Ja gut, ich würde sagen, diese ganzen Einsatztränke, die brauchen wir eigentlich auch eh nicht mehr. Aber die, also diese ganzen 100er-Tränke, die will ich gern noch behalten. Die 5-Minuten-Sprint-Tränke auf jeden Fall auch. Okay, wir können aber hier eigentlich noch ganz viele wegnehmen. Oh Gott, also das ist mir eigentlich relativ fremd, dass ich jetzt hier irgendwie gar nicht so viel machen kann, wie ich wollte eigentlich. Okay, dann
Dann nehmen wir jetzt einfach nochmal welche von diesen heftigen Tränken so ein bisschen weg. Okay. Wow. Okay. Erstmal speichern. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber okay. Das war, ich glaube, der größte Handel und längste Handel, den ich je gemacht habe in all diesen... Ja, durchläuft vom ersten Teil. Magie zu Ehren. Ich bin bereit für den fünften Kreis. So soll es geschehen. Ich werde dich die Macht des fünften Kreises lehren. Der Sturm des Feuers, die Welle aus Eis und die Macht, Untote zu vernichten, sind wahrhaft mächtige Sprüche, deren Runen dir nun untertan sind. Doch der mächtigste Zauber des fünften Kreises ist die Welle des Todes. Oh. Solltest du in den Besitz dieser Rune gelangen, dann bist du im Besitz gefährlicher Macht. Hüte dich vor dem Einsatz dieser Magie. Sie ist eine Gabe des dunklen Gottes. Du hast jetzt alles gelernt, was ich dir beibringen kann. Oh. Erkenne deine Grenzen. Dann wirst du deine wahre Macht erkennen. Das mit den Untoten vernichten, das war natürlich falsch, ne? Das ist ganz klar. Das ist ja schon auf Kreis 4, das können wir ja schon längst. Und, oh, ich weiß gar nicht, Welle des Todes, hat er gesagt. Ein Belia-gefälliger Zauber. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Ich glaube sogar, das ist eher Kreis 6. Und da ist, glaube ich, nur Xardas verantwortlich. Magie, fünfter Kreis, okay. So, wir können ja mal gucken, ob wir hier noch irgendwie magietechnisch... irgendwas konnten wir noch machen. Eiswelle. Ja gut, Eisblock, Eiswelle. Dann nehmen wir halt die Eiswelle. Na genau, Feuerregen gab es ja noch, ne? Aber das hatten wir noch nicht. Boah, 3.20 Uhr. Wir machen's. Oder nee? Na, wobei. Ach komm, wir schlafen erstmal und dann. Ich wollte nämlich nochmal zu Lee. Und zu Kronos auf jeden Fall. Weil vielleicht verkauft Kronos uns noch was Krasses. Vielleicht den Feuerregen, das wäre ja lustig. Und wir gucken auf jeden Fall in das Buch auch noch rein. Bezüglich des sechsten Kreises. Komm, hallo, auch nicht alles glauben, was man hört. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Yes. Die Bedrohung dürfte beendet sein. Du hast viel für unser Lager getan. Männer wie dich kann ich gebrauchen. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Einen Moment noch. Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Ich danke dir. Wir sehen uns. Das war gerade auf einmal die Stimme von Koanga. Ich weiß gar nicht, ob das derselbe Stimmschauspieler jetzt war. Er hat mir, glaube ich, den Feuersturm gegeben. Den hatten wir schon. Und irgendwie können wir nochmal dasselbe zu ihm sagen. Hallo. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Sie sind so weit gegangen. Ja, okay. Das ist jetzt ein bisschen broken, aber okay. Verlass dich auf jeden Fall. Gequatscht wird viel. Hat da noch einer gehandelt irgendwie? Magie zu Ehren. Ist ja auch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht. Ich glaube, das war nur Kronos, der noch extra gehandelt hat. Magie zu Ehren. Außer Riordian. Achso, und wir müssen natürlich auch noch. Genau. Zu Wolf müssen wir nämlich auch noch. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Okay, das hat sich ja jetzt doch noch gelohnt mit Lee.
Das war ja cool. Das habe ich gehofft, dass das noch irgendwie funktioniert. Achso, wir müssen natürlich auch sagen, wir hätten natürlich jetzt doch noch mal mehr Tränke und so kaufen können, ne? Ich meine, wir haben ja... Wobei, wir haben nur 16.000 irgendwas, also... In seiner Haut würde ich trotzdem... Magie zu Ehren! Aber wie gesagt, ne, wir könnten jetzt auch Wolf noch umhauen und ihm alles abnehmen, was er irgendwie hatte und hat. Und sowas alles, ne? Und dafür können wir natürlich auch wieder Tränke holen und so. Also das ist halt Wahnsinn. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So. Aber kaum, dass ich daran was ändern werde. Da wollte ich alles klar. Diesmal weiß ich ja, dass ich durchscrollen kann. War nicht besonders schlau. Ach, wie geil. Das wusste ich gar nicht mehr, dass der Untote vernichten als Spruchrolle hat. Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht. Ja, brauchen wir halt nicht, ne? Verwandlung Schattenläufer. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Und die Rune dazu? Okay. Ja, das war's aber dann aber auch nicht schon. Kann ich da mal vorbei? Ich dachte... Sehr, sehr cool. Manche lernen eben gar nichts dazu. Man muss eben... Oh, ich erinnere mich, glaube ich, gerade, wo man den Feuerregen als Rune kriegt. Das kann man nämlich, meine ich, gar nicht irgendwo hier kaufen. Das kriegt man an einem einzigen bestimmten Ort oder vielleicht an zwei Orten. Und an einen erinnere ich mich gerade so ein bisschen. Aber da werden wir dann mit Xardas noch entsprechend zu tun haben später. Ja, Entschuldigung. So, was haben wir denn hier? Ich habe jede Menge dieser Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Yes. Fantastisch. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Wie lange wirst du dafür brauchen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist eine komplette Neuentwicklung, Mann. Schau einfach ab und zu bei mir rein, wenn du in der Nähe bist. Ja, stimmt. Das war ja so ein bisschen komisch. Aber behalt's für dich, weil er muss ja das gleiche lernen. Gar nichts dazu. Okay. Dann gehen wir mal zu Xardas. Ich glaube aber... Ach Gott, wo ging es denn hier lang? Ach da. Ich glaube aber, wenn wir jetzt einfach zwischendurch zu Xardas gehen... Dann konnte man ihm, glaube ich, nicht sagen, ja, wir haben jetzt das Ulumulu und alles Mögliche. Der wartet, glaube ich, wirklich, bis wir einfach da im Tempel waren und wieder rausgekommen sind. Aber es kann sein, dass er mehr Sachen zum Verkauf hat. Und vielleicht noch irgendwas Neues sagt. Wir gucken mal. Das weiß ich nämlich auch alles nicht mehr so genau. Ah, okay. Genau, wir können nur das sagen. Ich suche magisches Wissen. So, mal gucken, ob da irgendwas sich verändert hat. Wegen dieser drei purpurnen Bücher hier dachte ich gerade so, dass er selber auch noch einen dritten Band von Arcanum Golem hat. Das wäre jetzt ein bisschen krass gewesen. Skelett. Oh! Er hat wieder Skelette beschwört, Golem und... Oh! Eisblock. Feuersturm, Feuerpfeil. Oh, yes. Das war nämlich das, was ich in der einen Folge meinte. Dass es noch Variationen von diesen Skelettbeschwörungssachen gibt. Armee der Finsternis. Und ich finde das auch lustig, dass es genau 666 Gold wert ist. Also Erz. Oh. Okay, ich korrigiere mich. Er hat einfach die Feuerregenrune. Ich glaube aber, die kriegt man noch irgendwo. Na egal. Feuersturm hatten wir jetzt doppelt, ne? Eispfeil hatten wir jetzt dreimal. Genau, Feuerball brauchen wir gar nicht mehr. Eiswelle brauchen wir auch nicht mehr. Kugelblitz brauchen wir auch nicht mehr. Eispfeil.
die blöden Verwandlungen hier. Ja, wobei... Snapper behalte ich nochmal. Die ganzen... Na komm. Dann verkaufen wir jetzt auch nochmal die Äxte hier von den anderen. Aber die Fernkampfwaffen lasse ich mal. Ja gut, ich verkaufe jetzt auch nochmal so ein... Ja, zumindest ein bisschen extra Kram hier. Okay, das Bier kann eigentlich auch weg. Stimmt, wir können noch ein paar hundert Mal Reis verkaufen. Stimmt, der Reisschnaps. Der bringt ja auch noch mal einiges. Und der Wein. Ja, das Brot ist jetzt auch egal. Großfleisch kann auch weg. Stark Bier. Ja gut, ein paar Sachen behalte ich jetzt einfach noch. Aber wir haben auch erst die Hälfte von dem, was er haben will. Wir können eigentlich auch mal die ganzen Münzen hier können wir eigentlich auch mal weggeben. Aber die, ja, die geben leider kein Erz, aber es macht auf jeden Fall mehr Sinn, dann auch eventuell für den zweiten Teil, wenn wir keine Münzen mehr bei uns haben. Und die restlichen Minecrawler-Platten, die können jetzt eigentlich auch weg. Tja. Scheiße. Aber ich glaube, es gibt aber auch nicht mehr wirklich doll irgendwelche Sachen, die wir jetzt... wofür wir jetzt noch Erz brauchen. Ich glaube, wir können hier jetzt wirklich erstmal rausprassen. Und ich meine, wir wissen ja, dass er dann halt das ganze Erz hat. Also wir können ja dann bei ihm noch entsprechend irgendwelche Sachen wieder verkaufen, wenn wir irgendwo was kriegen. So, und wir haben ja noch über 5000 übrig. Wow. Hier nochmal gucken. 19 mal eine Minute. 72 mal zwei Minuten. Okay, so viel hätten wir eigentlich gar nicht gebraucht. Trank der Geschwindigkeit, der Schnelligkeit und der Eile. 5 Minuten. Dann haben wir hier ein paar hundert Heilungstränke. Ein paar hundert Mana. Und noch ein bisschen permanente Pflanzen und wir können jetzt wirklich häufiger mal Skelette beschwören. Golem 12-mal, 12-mal Dämon. Und 8-mal Armee der Finsternis. Nicht schlecht. So, nochmal gucken, ob er irgendwas sagt. Magie zu Ehren. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Okay, nicht wirklich. Ich würde mal sagen... Solange ich damit nichts zu tun habe. Nach diesen ganzen Schrapazen legen wir uns jetzt auch nochmal hin und gucken, ob am nächsten Tag einfach Wolf... ja. Oder nee, wir machen sogar... Wir machen sogar ein bisschen mehr Pause, weil ich glaube, wir müssen einfach nur ein bisschen warten jetzt. Wegen der Rüstung von Wolf halt, ne? So. Dann machen wir noch einen Tag Pause. Bisschen Urlaub halt. Und alle guten Dinge sind drei. Ja, ich glaube, wir haben jetzt hier ein bisschen Überlänge schon.
Aber dann haben wir das halt auch alles durch, bevor wir zu den Orks gehen. Und dann wohl auch zum Tempel. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Wie weit bist du mit der Rüstung? Ich habe endlich einen Weg gefunden, diese üblen Panzerplatten aneinander zu befestigen. Das heißt, die Rüstung ist fertig. Ja, Mann. Hier ist sie. Scheint tatsächlich noch härter zu sein als alles, was in unserem Lager so getragen wird. Danke, du hast was gut bei mir. Ach, ist schon in Ordnung. Ich komme schon auf meine Kosten. Man muss ja nicht gleich jeder wissen. Sehr, sehr cool. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Den müssten wir eigentlich echt nochmal umhauen. So, aber... Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Da ist sie. Die Crawler-Plattenrüstung. Wow! Die macht tatsächlich 10 Punkte mehr als die große Wasserrobe. 5 Punkte mehr verfeilen. Okay, 15 weniger vor Feuer, aber ist ja klar, ist ja jetzt keine Wasserbombe. 5 vor Magie, nicht schlecht. Und sie sieht ziemlich krass aus. Jetzt haben wir echt eine krasse individuelle Rüstung. Und einmal hier zum Abschluss. Ich halte mich da lieber. An der Geschichte zum muss Abschluss doch machen wir sein. Einfach nochmal hier einen lustigen Test. Wir gucken einfach mal, wie das so ist. Wenn man jetzt hier eine Armee der Finsternis hätte. Schon gut. Und was dann überhaupt erscheint. Jetzt können wir auch endlich mal beschwören. Dauert ziemlich lange. Dauert sehr lange. Wow. Ach du Scheiße. Wow. Das laden wir natürlich nochmal neu, ne? Aber einfach nur. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Zaubert auch noch. Okay, wow. Da fühlt man sich ziemlich Belia gefällig. Okay. Aber wir wollen die ja auch gegen fiesen Kram einsetzen, ne? Gut. Ja, wir müssen mal auf die Karte gucken. Okay. Dauert ein bisschen, bis wir bei der Brücke sind, ne? Ach nee, wir können ja zu Xardas teleportieren und von da aus dann schneller hinrennen. Und wir haben ja auch 5-Minuten-Tränke jetzt. Ja. Nö, okay. Okay, gut. Nee, dann denke ich mal, werden wir nächstes Mal hier noch so ein bisschen gucken, ob wir irgendwas abstauben können. Oder ich mach's alleine, mal gucken. Und dann werden wir zu den Orks und versuchen mit dem Ulumulu da reinzukommen. Okay. Dann erstmal wieder bis hier und bis denn.